herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aaron weiß das. Heute mit Wadik oder Wadik Junge? Wadik Junge, also ich muss sagen, ich habe jetzt Mittagpause am Alexanderplatz, bin schnell hier Prenzlauer Berg zu dir gekommen, ja. Deswegen komm, lass schnell machen. Dann. Weißt du, warum wir 13 Fragen spielen? Warum? Weil ich 13 Fragen in Folge bei Günther ja auch richtig beantwortet habe. Ich wusste das alles sowieso. Ich habe nur aus Höflichkeit so gesagt, ich weiß das nicht, okay. Kennst du die Regeln? Ja, klar. Du hast mir hier 8 Minuten Video gezeigt jetzt davor. Ich zeig's dir nochmal, damit du wirklich drin bist. Gut. Es werden 13 Fragen gestellt. Warum 13? Weil unser Wer wird Millionär-Legendenkandidat 13 Fragen in Folge richtig beantwortet hat. Und hier die Regeln. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Beantwortet er die Frage richtig, gibt's einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Außerdem hat der Gegner dann die Möglichkeit, selbst zu buzzern und kann bei richtiger Antwort einen zweiten Punkt ergattern. Antwortet er aber auch falsch, bekommt der Erste einen Punkt. Verstanden? Los geht's. So, hast du die Regeln jetzt 100% verstanden? Ja, ich hab verstanden. Hinter der Kamera ist Marvin. Woo! Marvin stellt die Fragen. Ich mach mal eine Testfrage, oder? Ja, Testfrage. Hände hinterm Rücken, das ist ganz wichtig. Hände hinterm Rücken. Ah, okay. Testfrage. Wie heißt der Bösewicht bei den Schlümpfen? Schlümpfen? Schlümpfen. Ich weiß es nicht. Wirklich? Ne, ich guck sowas Disney-Scheiß nicht. Gargamel. Ah. Buzzer. Gargamel. Richtig. Prinzip verstanden? Ja. Frage Nummer 1. Okay. Wie heißt der Gründer des Modelabels Dior mit Vornamen? Christian Dior. Richtig. Ja, ich weiß schon. Ich bin Fashion-Ikone. Also, ich finde, das ist so ein bisschen Mainstream, diese Christian Dior. Deswegen, ich trage Calvin Klein. Oh, das ist gut. Du trägst sie doch auch immer. Ich habe Dings, Tommy Hilfiger. Wenn ich dich in meinen Unterwäsche sehe, denke ich, boah, Gott sei Dank bin ich nicht so dick. Ja, ist so, aber weißt du, viele Frauen stehen so auf so Deadboard. Und außerdem, weißt du, ich bin schwer, ich kann einfach so draufspringen, fertig, weißt du? Nächste Frage. Hände in den Rücken. Im Jahr 2005 begann die Londoner U-Bahn damit, das orchestrale Soundtracks in den U-Bahnen abzuspielen, als Teil eines Programms zur Abschreckung von antisozialem Verhalten. Dadurch wurden 33% weniger Raubüberfälle begangen. Wofür steht denn das Wort Antipasti? Antipasti ist Vorspeise. Richtig. Ich verliere gegen Wadik, was ist hier los? Ich kontrolliere alles so, weißt du, so. Deswegen, ich muss Allgemeinbildung haben. Welches männliche Tier nennt man auch Gockel? Hahn. Richtig. Hahn? Ja. Der Hahn, okay, ist auch ein Gockel. Da ist mein Deutsch nicht so gut, aber gut. Ja, jetzt kommst du damit. Ja, ja. Antipasti ist mein Italienisch nicht so gut. Ist das Italienisch? Ich habe keine Ahnung. Was sammelt man in einer sogenannten Zisterne? In Zisterne Flüssigkeiten. So Öl, Warte, wir können jetzt nicht alle möglichen. Ist es nicht Öl? Flüssigkeiten auch nicht. Das ist für einen ganz bestimmten Bereich gedacht. Zwar ein Punkt für mich. Ich könnte jetzt nachbassern, aber mache ich nicht, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Darin sammelt man Regenwasser. Das ist eine Regenwassertonne. Stimmt, ja. Ich wusste das. Ja, okay. Hände, das auch hilft, diese Position. Hände hinterm Rücken. Ach, bei euch in Deutschland immer so direkt verhaftet, ja. Der NBA-Spieler Horace Grant, der aufgrund seiner Kurzsichtigkeit auf dem Spielfeld eine verschreibungspflichtige Brille trug, setzte sie auch nach seiner Operation auf dem Spielfeld ein, nachdem er erfahren hatte, wie viele Kinder er inspiriert, eine Brille zu tragen. Aber sag mir doch mal lieber, was soll das Opel-Logo darstellen? So Blitz, Schnelligkeit Blitz und so. Das ist die Antwort? Mhm. Wie? Das ist ein Kreis mit einem Blitz. Ja. Das hätte ich auch gesagt, aber ich dachte, Macht, das heißt irgendwie... Dominanz, Bossqualität. Hände hinter den Rücken. Okay, okay, gut, gut. Aus welchem Land stammt die Carlsberg-Brauerei? Carlsberg. Falsch. Carlsberg ist kein Land. Ach, ficken! Punkt für Wadik. Deutschland. Du musst buzzern. Erst buzzern, dann antworten. Ah? Du musst erst buzzern und dann antworten. Was soll ich erst... Buzzern! Auf den Knopf drücken. Okay, Carlsberg? Deutschland. Falsch. Punkt für Aaron. Was? Es wäre Dänemark gewesen. Dänemark? Mhm. Okay, aber klingt deutsch. Von welcher Band stammt das Lied Hyper Hyper? Scooter. Richtig. Aber warte. Die alten Römer wischen sich ihren Hintern mit einem gemeinschaftlichen Schwamm das ab. Das ist halt ganz schön. Wer hat so viel Bild Plus gelesen? Weil die ganzen Anfänge habe ich die Tage auch gelesen. Kannst du bitte Hände hinter dem Rücken haben? Jonas? Der Macher von Faktastisch. Ach so, okay. Ach so. So Leute, ihr wisst jetzt, wo man sich vorbereiten muss. Ja, Plus. Was misst ein Barometer? Druck. Ist nicht die ganze Antwort. Luftdruck. Punkt für Aaron. Luftdruck. Richtig. Vervollständigt bitte folgenden Satz.
Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Richtig. Aber diese Sprüche kenne ich gar nicht. Gibt es noch russische Sprichwörter? Ja, gibt's, aber ich will hier nicht sagen, weil meine Oma guckt, weißt du so. Wie nennt man Personen, die eine spezielle Kommunikation mit Pferden beherrschen? Pferdeflüsterer. Richtig. Das ist wirklich einfach, ich dachte, das wäre zu einfach. Ich flüstere sehr viel, so Pferde, Vögel, Pferdchen, alles, weißt du so, das ist sehr gut. Welcher Fehlercode erscheint, wenn man eine Website nicht findet oder sie nicht mehr vorhanden ist? 404. Richtig. What? Noch nie bekommen? Ich weiß nicht, dass es 404 weißt ist. Weißt du was? Kannst du hier traurige Musik machen? Damals, als ich ein Kind war in der Ukraine, wir hatten nur Dial-up und Internet hat oft nicht funktioniert. Und deswegen, mein Vater hat für mich das aufgemacht und hat gesagt, hier, Vadik, kannst du surfen. Charles Darwin war einer der Ersten, der auf die Idee kam, seinen Bürostuhl mit Rädern zu versehen, damit er schneller arbeiten kann. Welche Nuss findet man auf dem klassischen Bienenstich? Welchen was? Nuss, Mandel. Richtig. Okay. Jetzt kommen wir zur Schätzfrage und dafür gibt es besondere Regeln. Und jetzt kommt die Masterfrage. Dadurch haben unsere beiden Ratefüchse die Chance, alles zu gewinnen, aber auch alles zu verlieren. Beide Spieler müssen mindestens einen Punkt setzen. Wie viele sie von ihren erspielten Punkten aufs Spiel setzen, bleibt ihnen überlassen. Wer die Frage richtig beantwortet, verdoppelt seine gesetzte Punktzahl. Der andere verliert seine gesetzten Punkte. Die Karten sind neu gemischt. Auf geht's! Themengebiet ist Technik. Technik. Jetzt musst du überlegen, wie viele Punkte du setzt. 3. Das heißt, wenn du gewinnst, hast du 9. Ich setze alle, weil wenn, gewinne ich haushoch oder verliere. Auf die Rückseite vom Brettchen schreibt ihr eure Antwort. Dreht euch so voneinander weg, dass man es nicht lesen kann. Muss man schreiben, ja? Ja. Ja. Wie groß ist der Durchmesser eines handelsüblichen Klinkenstecker vom Smartphone, Laptop oder Musikplayer? Klinkenstecker? Ja. Ah, diese Audio-Ding. Ja, der Durchmesser. Aber das ist ja nicht der große, den Timo für seine krassen Kopfhörer macht. Es gibt keine Tipps mehr. Okay, ich hab. Zack. Nein, warte, wir müssen schätzen. Okay. Was hast du denn geschätzt? Boah. Ah, okay. Danke, dass ich abschreiben kann. Ich hab 1 Millimeter. Und 0,5 Millimeter. Der handelsübliche Klinkenstecker, das ist das, was Timo auch in seinem Kopfhörer hier drin stecken hat, sind 3,5 mm. Aaron gewinnt. Nein! 16-3! Nein! Es war aber klar, 0,5 ist. Wir haben nicht nach deinem Penisdurchmesser gefragt. Haha. Du, die Zuschauer meckern ja immer über die Fragen. Wollen wir es dazu machen? Die schicken uns ihre Fragen, du kontrollierst die und wenn die gut sind, kommen die in die Sendung? Okay, sehr gut, machen wir. Ja, dann sind wir fertig jetzt? Hast du gewonnen? Ja, ich habe gewonnen. 16-3. Glückwunsch. Dankeschön. Schickt eure Fragen an fragen@herraron.de. Dann kriegt ihr die Shoutouts, wenn es eine Frage von euch ist. Ihr werdet Ruhm und Ehre bekommen. Und ich kontrolliere persönlich und massagiere jede Frage. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Geht auf Vadiks Kanal rüber. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt weiß ich schon. Was ist das größte Tier? Das könnte ein Tyrannosaurus Rex sein. Ist Tyrannosaurus Rex? Gibt's nicht größere? Der ist Tyrannosaurus Rex. Sag genau, dass das stimmt. Nee, mach ich nicht. Da gab's irgendeinen anderen Dino oder. Das wird ein Blauwal sein, immer noch. Na, dann buzzer doch.